Da ist er ja. Na komm, weiter hoch. Okay, ich glaube, ich kann es damit zerstören. Jetzt Trinko. Da hinten ist er. Wäre ja ganz leicht gewesen. Wir haben es geschafft. Unten sind wir gewesen. Kannst du mich nach Hause fliegen? Endlich sehen wir die Sonne. Jetzt ist nur die Frage, kann man das Ding irgendwie zerstören? Was ist das da? Das sieht so verdächtig aus.
Okay, irgendwas hat schon mal gebracht. Nochmal, bitte. Irgendwie so das Gefühl, das muss weg. Und zwar alles davon. Das Ding da müssen wir, glaube ich, zerstören, damit das aufhört. Das Schild. Du bist jetzt mein neues Reich, ob es dir gefällt oder nicht.
Und du besser fliegst, wo ich hin will. Oh nein, du gehst nach oben. Jetzt könnt ihr gegeneinander kämpfen. Das hat keinen Effekt.
So. Du willst Ärger? Kannst du haben. Yeah.
Kirchen. Es gab nichts, was ich tun konnte. Ich musste das Tier forschen. Zögernd sagte ich die Worte. Ich glaube, es lebt nicht mehr. Agoji, Ajukui. Und so endete sie. Atis Nekatagi. Unsere außergewöhnliche Geschichte. Tja, meine Freunde, das war The Last Guardian. Ich meine, es hat angefangen und hatte keine Ahnung, was jetzt eigentlich Sache war, wieso man überhaupt irgendwo war. Und dann kamen diese Ausschnitte, ich nenne es jetzt mal Erinnerungen, die quasi gezeigt haben, wie die zwei überhaupt zusammenkamen. Und dann kam der ganze Rest. Ich würde sagen, dieses Spiel hat sehr tiefgründige Ereignisse zwischen Mensch und Tier und zeigt eigentlich, dass manche Tiere als Monster gesehen werden, obwohl sie eigentlich gar keine sind, nur manchmal zu welchen gemacht werden. Hat man hier sehr gut gesehen. Bei dem einen Trikot, als der die Maske abgerissen bekam, war plötzlich nicht mehr feindselig. Unkontrolliert von der Magie, die dieser Turm ausstrahlte. Aber die Menschen sahen halt trotzdem nur das Monster. Und nicht das eigentlich friedliche, nette Tier. Ein bisschen groß geraten vielleicht, aber
ganz zutraulich. Und mit diesen Worten lasse ich die Musik einfach weiterlaufen. Bedanke mich herzlichst für euer Zuschauen und dann sehen wir uns vielleicht irgendein anderes Mal wieder bei einem anderen Spiel. Why did it cast him ugly? Oh, why are we mad?
doch.